Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Stardew Valley. Heute entscheidet sich, wen wir heiraten. Am Ende des Streams, wenn ich es nicht vergesse, werde ich sagen, wen wir heiraten. Und es steht bis jetzt 1-1 für Sebastian und für Shane. Komm beim Laden vorbei und schau dir die neuen Angeln an, die ich verkaufe. Sie sind die besten, die man mit Geld kaufen kann. Und du kannst sie mit verschiedenen Ausrüstungsteilen ausstatten. Hoffentlich. Bis bald. Ist das so laut? Also wenn ja, müsst ihr mir Bescheid sagen. Ich höre nur alles auf einem Ohr, weil meine Kopfhörer kaputt sind. Schon mal so nebenbei immer mal so eure Tendenz sagen, wen wir heiraten sollen. Entweder den Emo, der nicht aus seinem Kabuff rauskommt, der den ganzen Tag vor dem PC hockt und keine Ahnung was für Sachen macht. Oder den Säufer, der aber gut mit Hühnern kann. Entscheiden, wenn wir heiraten sollen. Und da ist das Ding schon wieder. Oh, drei Kreuze, wenn wir die Gießkanne verbessern können. Ich spare das Geld jetzt auch, um halt gleich mehrere Sachen upgraden zu können. Außerdem wollte ich ja auch noch... Obwohl, mein Viehstall müsste doch jetzt bleiben, oder? Haben wir nicht einen Viehstall in Auftrag gegeben? Wieso höre ich die nicht hämmern? Bin der Meinung, ich hätte da einen Viehstall in Auftrag gegeben. Samstag. Wie geht's dir denn so? Läuft alles gut bei dir? Der Viehstall ist fertig. Dann könnten wir ja rein theoretisch mal gucken, wie viel so eine Kuh kostet. Du hast jetzt 4 Tage frei. Cool. Wegen Ostern? Oder warum? Mir ist noch nicht so ganz klar, wieso die unterschiedliche, schon wieder so unterschiedliche Dings geben, Qualität an. Eiern. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Osterhasi. Macht ihr denn zu Ostern irgendwas Besonderes? Also ich ehrlich gesagt nicht, weil früher war es halt als Kind ziemlich cool, Ostereier zu suchen und so ein Ding. Aber irgendwann hat man halt damit aufgehört, ne? 1500 nur? Habt, dann sagt Bescheid. Ich habe damit kein Problem. Cool, dann ist mein Kuhstall fertig. Ja, das ist wahr. Snitcho ist zu jung, um Milch zu geben. Also, wenn ihr einen Namen für eine Kuh habt, raus damit. Schlimmer als Snitcho kann er nicht sein. Aber was hättest du denn sonst gemacht? Sagen wir, frage ich mal so. Was hättest du denn sonst gemacht, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre? Haben jeweils 6. Demetrius, Shane hat 5. Und Sebastian hat 2. Ich meine, hier läuft es eigentlich auch ganz gut. Ich kriege jetzt die Milch irgendwann. Teich habe ich ja jetzt schon. Bitte? Heimstall. So, großer Hühnerstall habe ich schon aufgeschrieben. Großer Stall sind 12.450 Holz. 300 Stein. So, Haus. Haus wären 10.000 und 450 Stück auf Holz. 10.000 kriegen wir aber zusammen, ne? Genauso wie den großen Hühnerstall. Ich hätte ganz gerne, aber ehrlich gesagt, glaube ich doch, ja, den Teich als erstes. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch. Ich weiß nicht, wohin. Komm, wir versuchen uns einen Teich zu bauen. Echt? Bei uns gab es halt früher, das weiß ich noch, halt traditionell so Osterfeuer. Dann sind wir alle, dann waren wir halt im Garten und haben wir gegrillt und so ein Lagerfeuer gemacht. Und für die Kinder wurden dann halt Ostereier versteckt im Garten. Das war halt immer sehr schön. Aber man darf halt gar nichts. So, was brauche ich? Seetang und Grünalge. Das
versuchen wir mal unser Grund. Ja, es war halt. Wir haben halt nicht richtig gefeiert. Es war halt sehr entspannt. Und das vermisse ich halt so ein bisschen. Bei Xenos Familie zum Beispiel, da sitzen wir auch alle halt am Tisch, essen, trinken. Und die haben halt diese Tradition, dass man so mit den Eiern so anstößt. Mit den gekochten Eiern. Aber keiner kann mir sagen, was diese Tradition bedeutet. Ne? Ich liebe es. Keiner von denen kann mir sagen, das macht man, weil das man so macht, sondern keine Ahnung. Die wissen es selbst nicht. Das ist das Beste. Die wissen es einfach selbst nicht. Okay, ich werde morgen auf deinen Hinstich. Ja, ich kenn's auch nicht. Ich hatte mal meine Russischlehrerin gefragt. Also ich habe mich nicht getraut, meine Russischlehrerin zu fragen. Bin ich ganz ehrlich. Da hatte ich ein bisschen Schiss vor. Nicht, dass sie so denkt, oh mein Gott, was haben die denn so für awkward Sachen. Ich meine, es ist halt nicht schlimm, ne? Man stößt einander so mit den Eiern an. Und das ist wie so ein Wettkampf, so ein kleiner Wettkampf, ne? Zwei machen so. Derjenige, dessen Ei kaputt gegangen ist, hat halt verloren. Und dann muss derjenige, der gewonnen hat, halt gegen die anderen antreten. Ja. So. Wo kriege ich Grünalge her? Wahrscheinlich am Strand, ne? Ich brauche Seetang. Ich brauche noch 5-mal Seetang wieder. Weil ich würde ganz gern 2 Teiche machen. So, jetzt müssen wir aber wirklich Geld sparen. Denn jetzt als nächstes Geburtstag? Morgen hat Robin Geburtstag. Boah. Nee. Ich würde das Geld ganz gerne benutzen, die 900 Euro, Quatsch, 900, was auch immer. Dekorationen unterstreichen das Gefühl der Jahreszeit. Das ist eine Tradition, die der Mühe wert ist. Aber ja. Sowas habt ihr auch. Weißt du denn aber, warum man das macht? Also was dahinter steht? Wenn Fischen wieder etwas beliebter wird. Also ich habe halt nachgefragt bei meiner Schwiegerfamilie, aber die konnten es mir halt nicht erklären. Die meinten nur, ja, macht man halt so. Und nur wenn man halt so eine Tradition halt befolgt, würde ich halt schon ganz gerne wissen, warum man das befolgt. Verständlich. Wir haben gerade halt so über Ostertraditionen gesprochen. Also was man noch so zu Ostern macht. Es gab bei uns auch immer es gab bei uns früher auch immer so Osterteller, wie so Weihnachtsteller, nur halt mit Ostersüßigkeiten und Eiern drin. Da
Dann haben wir halt untereinander immer noch die Eier getauscht. Wessen, ne, wegen den Farben und alles sowas. Und Eierblasen, also Eier bemalen. Ne, rohe Eier dann halt Loch reingepiekst, das Eigelb und so rausgepustet und dann schön Eier bemalen. Geht ja heute auch alles viel einfacher. Das war eine schöne Schmiererei. Dinge haben sich geändert, als der Julia-Markt eröffnet hat. Für Piers Laden war es wirklich schlecht. Mutter mag den Julia-Markt allerdings. Die Preise sind zu niedrig, also kann sie dort mehr als bei Pier kaufen. Aber ich muss sagen, bei diesen Eier bemalen hatte jeder mal so seine eigene Technik, weil manche haben oben und unten halt so ein kleines Loch reingepiekst und dann wurde erstmal kräftig gepustet. Muss hier alles raus, ne? Und manche machen es aber irgendwie auch anders. Die haben dann so Gerätschaften oder sowas, die das denn übernehmen. Ganz komisch. So, wenn morgen Robin Geburtstag hat, was schenken wir der? Gucken wir gleich mal. Es war schon schön. Es war schon. Sind halt schon schöne Traditionen. Robins Favoriten: Weintraum und Lachsbeere. Na gut. Hab ich beides. Basierte Süßkartoffeln. Ja, gut. Hi Maika, ich habe viel zu viel Dünger für den Garten bestellt. Ich bin mir sicher, du kannst damit was anfangen. Pass auf dich auf, Schoni. Ich habe ja gesagt, ich pflanze jetzt nichts mehr an. Aber ich muss aber noch Saat kaufen, darf ich nicht vergessen. Boah. Ich muss noch Saat für den nächsten Herbst holen. Auf jeden Fall wieder so Mais. Ich finde, der ist gut gekommen. Vielleicht machen wir auch nur so Sachen, die ständig wachsen. Wie hier die Trauben. Auberginen, was war's noch? Preiselbeeren. Ich muss aber sagen, ich war immer sehr unkreativ, was das Eiernbemalen angeht. Ich war da so schrecklich drin. Die waren immer so, weiß nicht, man hat einfach nur Striche drauf gemalt. Ich mochte Weintrauben, ne? Hier ist ein Brombeeren, verdammt. Nee, du musst raus, du musst raus. Aber Weintrauben habe ich ja auch, genauso wie Lachsbeeren. Iva von Mausen liebt dich. Ah, ich liebe sie auch. Ich liebe Mausi auch. Bedeutet mir auch sehr viel.
So, das behalte ich, das behalte ich. Das kann so bleiben. Eine Lachsbeere kommt mal raus. Jetzt ist das schon wieder groß. Ich verstehe das nicht. Im Bau. Kannst du ja auch nicht geben, der Ollen. Mensch, warum kann ich es denn da jetzt nicht geben? Das ist Winter, das ist fertig. Dann Aquarium, Tresor. Das ist das Falsche, das ist das Falsche. Ich hätte schwören können, hier wäre es noch irgendwas gewesen. Ist egal. Gucken, was der Gypsy-Wagen für uns hat. Und zum Links wollte ich ja auch noch zum Zauberer. Ich wollte mir das jetzt angewöhnen, jedes Mal, wenn ich zum Wagen renne, auch zu dem Zauberer zu rennen und dem dann was zu schenken. Cool, Skorpion, Karpfen, Oktopus. Nö, die hat nichts, was ich gebrauchen könnte. Nichts, was ich für das Gemeindehaus brauchen könnte. Lauf, 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 lauf! Manchmal beobachte ich insgeheim die Stadtbewohner und manchmal bist du sehr creepy. Wie soll ich Robin was zum Geburtstag schenken, wenn die Frau nicht mit mir redet? Glaube ich, in der Kneipe oder so, ne? Ist das einer von euch? Chen ist oft nicht da und Tante Mani ist immer beschäftigt, also muss sie sich selber beschäftigen. Wann ist Robin in der Kneipe? Von dir brauche ich noch deinen. Leider nicht sehr viel gebracht. Schade. Da läuft Penny, da läuft Alex. Elliot, muss das denn sein? Ein Grünalge. Ich hab Grünalgen, aber. 45 ist es echt. Wenig.
war da eigentlich noch offen? Ach ja, den Forellenbarsch, das helle Bier und auch den Grund. Okay. Ach stimmt, ich muss ja noch auch in die Mine. Weil die bösen Monster mich gekillt haben und ist mein Schwert abgehauen. Habe ich mein Schwert verloren. Das gute Schwert. Meine Sicht mag schwach sein, aber meine Nase hat mich noch nicht im Stich gelassen. Das ist schön. Ach, Elia, wo steckst du denn? Wo steckt denn der Hanswurst wieder? Ist der bei Pierre? Ach, Elia, bist du bei Pierre drin? Hey, auf eine weitere gute Woche. Bist du da? Nee, nur Julie ist hier. Wenn du Kinder kriegst, lässt du deinen alten Lebensstil zurück. Und wenn du Kinder kriegst, hast du kein Geld mehr. Hätte ich diesen Laden nicht, wäre ich gerade draußen. Ist der in der Kneipe? Steht er hier oben irgendwo rum? Heute werde ich mich einfach entspannen und positiv denken. Oder ist das Beste, was du machen kannst? Ich war noch nie im Wald. Es ist matschig und ich könnte Blasen an den Füßen bekommen. Ja, zum Glück haben wir nicht Haley geheiratet. Also, zum Glück müssen wir die nicht heiraten. Das wäre so ein bisschen suboptimal mit der Frau. Nichts geht über den sonnigen Sonntag. Das hebt die Laune. Wo steckt der? Ich komme auch kaum mit meinen Einnahmen aus. Ich habe nicht genug Patienten. Das ist ein bisschen traurig, wenn der Arzt sagt, er hat kaum Einnahmen, weil er kaum Patienten hat. Und eigentlich ist es sehr gut, wenn er keine Patienten hat, aber anscheinend reicht ihm das nicht. Wo finde ich denn hier wen? Oh, war er vielleicht in der Bibliothek und ich habe es nicht gesehen? Der steht ja sonst immer hier. Trilo wird ein lang ausgestorbener Verwandter der Krabbe. Verdammt. Ach man, wo steckt denn der Sittenstrolch? Ich habe aber, glaube ich, noch bis morgen Zeit, ne? 2 Tage. Dann würde ich... Doch, da ist er doch. Ich muss daran denken, heute meine Pflanzen zu gießen und diesmal nicht mit Salzwasser. Grünalge, genau das, worum ich gebeten habe. Und wunderschön noch dazu. Vielen Dank. Ich glaube, die Robin ist immer noch bei mir, ne? Weil ich glaube, die bleibt bei dir auch die ganze Nacht. Immer mal gucken. Wenn nicht, können wir nämlich zu ihr hochlaufen. Ich höre sie hämmern. Die Katze schläft. Ich komme nicht an die Frau ran. Geh mal einfach jetzt mal nach oben. Vielleicht ist sie denn da. Eine Hoffnung, dass sie denn, wenn ich jetzt bei ihrem Haus bin, sie automatisch da ist.
Ich würde dir halt schon ganz gern was zu Weihnachten, also zu Weihnachten sei schon, zum Geburtstag schenken. Es ist gut, hin und wieder eine Pause zu machen. Hier ist sie nicht. Oh. Ein Event! Hätte das gedacht? Oh, hallo, warte kurz. Wir bleiben. Okay, entschuldige, ich wollte nur meine Arbeit zuerst beenden. War vollkommen in Ordnung. Ich arbeite freiberuflich als Programmierer. Das war eine Nachricht von Sam. Er will sich anscheinend treffen. Aber ich will heute nicht wirklich nach draußen. Oh, hi, Maika. Basti, ich weiß, du magst es nicht, wenn ich hier reinkomme, aber ich habe Abigail im Laden getroffen und sie meinte, sie würde nach dir suchen. Hast du ihr gesagt, dass ich arbeite? Habe ich, aber sie meinte, sie würde vermutlich trotzdem mal vorbeischauen. Ach, niemand nimmt meinen Beruf ernst. Keiner belästigt Maru, wenn sie in der Klinik arbeitet. Denkt jeder hier, dass ich den ganzen Tag nur im Internet surfe? Naja, ich versuche zu sparen, damit ich hier ausziehen kann. Vermutlich in die Stadt oder so. Weißt du, wäre ich zur Uni gegangen, würde ich vermutlich gerade sechsstellige Beträge verdienen. Aber ich will nicht Teil von diesem Firmenwettlauf sein, verstehst du? Das und ich fühle mich hinter dem Bildschirm wohler als im direkten Umgang mit Menschen. Naja, ich sollte zurück an die Arbeit. Ich muss dieses Modul bis morgen fertig haben. War das jetzt ein Pluspunkt für uns? Robin. Tut mir so leid. Jetzt konnte ich nicht an ihren Geburtstag denken. Und morgen wird wahrscheinlich der Teich fertig sein. Übermorgen. Ach Mann, ich habe echt nicht mehr dran gedacht, dass die morgen Geburtstag hat. Tut mir jetzt ein bisschen leid für sie, ne? Wir müssen ja nicht sofort bei allen hoch sein. So geht's ja auch. Sammeln! Wintersaat. Wieso können wir Wintersaat? Ich kann doch gar nichts sehen. Im Winter. Naja. Morgen regnet. Was die Geister noch? Uhu. Wahrscheinlich lohnt sich das gar nicht, manche Pflanzen noch überhaupt zu gießen. Aber man weiß halt nie, wann die noch mal kommen.
denn los, Schätze? Hat er eingeschlafen? Was habt ihr denn so heute Schönes gemacht? Abgesehen vom Arbeiten wahrscheinlich. Ja, die bist du denn immer noch auf der Suche nach einer Switch? Oder hast du jetzt aufgegeben und sagst, okay, ich warte jetzt einfach, bis die wieder irgendwo online zu kaufen ist? Ich habe 27 Krähen verjagt. Weiß ich. Ihr seid so still, das macht mich ein bisschen nervös. Ich kann Fische platziert werden. Und mein Honig ist da. Eva von Mausen. Naja, Robin mit 2 ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich nehme es jetzt eigentlich hier. Nee, ich muss auf jeden Fall noch Mais abkaufen. Das reicht erstmal und das reicht auch. Hier wäre halt wirklich noch so ein Dings eigentlich ganz gut. Ein Kühlschrank. Oh. Die Stelle finde ich eigentlich sehr gut gelungen, tatsächlich. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Jetzt sind schon wieder große Eier. Meine Hühner können sich nicht entscheiden, wie sie legen wollen. Und wir brauchen ja 2 Kuhnamen. Haut raus damit. Ich würde tatsächlich ganz gern einen weißen Thun. Ich glaube, der weiße Thun ist halt gut. Ist denn hier ein Baum gewachsen? Was soll das denn? Habe ich euch das erlaubt? Das wäre mir jetzt aber neu. Also echt jetzt. Wachsen da einfach Bäume. Hat man denn sowas schon gehört? Gehen wir mal nach vorne gucken. Vielleicht haben wir ja irgendwo eine schnieke Aufgabe. Meine Axt ist noch nicht stark. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Da die Stückarte. Als nächstes werden erstmal die Werkzeuge ein bisschen abgegradet. Das kann nämlich nicht schaden. Ich bin voll süß. Habt ihr gerade kein Internet? Kann das sein? Auch ein Tool ist auf jeden Fall. Oh Gott, die Bitrate ist gerade abgesagt. Warum sagt ihr denn nichts? Und die Stream-Info habe ich auch nicht geändert. Moment.
Kann doch nicht wahr sein. Na, jetzt geht's, glaube ich, wieder. Tiere sind so unschuldig und niedlich. Und wenn ich mich nicht um sie kümmere, wer dann? Ein paar Leute in der Stadt sind sehr vorsichtig gegenüber Fremden. Du wirst ihr Vertrauen gewinnen müssen, bevor sie dir zuhören. Die als Geist bekannten Monster bringen die elementaren Gleichgewicht in Schwanken. Ich wünsche, dass ein Abenteuer in den Minen geht und zwei von diesen Kreaturen erledigt. Okay. Okay, ich war mir halt nicht so sicher, weil eben gerade sah ich nur so, dass OBS rot angezeigt wurde, dass da irgendwas fiel und dann, okay. Und da dachte ich, okay, die sagen vielleicht gar nichts, einfach weil die mich nicht hören und nicht sehen können. Wo hatten wir denn Geister? Auf welcher Ebene? Welcher Ebene Geister kommen? Waren wir da schon im Roten? Ist ja schon schön, wenn ihr mir das sagen würdet. Wenn ihr halt nicht gucken könnt, dann müsst ihr mir das sagen. Schon gedacht, dass es so ist. Doch so viel. Ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Und zwar möchte ich ganz gern wissen, wo sich die Geister rumtreffen. Geister. Wo finde ich denn diese Monster? Feinde zwischen 51 und 90. Das machen wir vielleicht morgen. Nee, komm, wir machen das so. Und dann holen wir uns jetzt bei der Dings was zu essen. Aber ich habe einen ganz schönen Delay drin, kann das sein? Ich sehe jetzt sehr diese Vorschau bei Twitch. Und die ist ganz schön weit hinten. Schokoladentorte. Ist egal.
Die Schokoladentorte ist unser. Mit jedem Jahr schätze ich die Jahreszeiten mehr und mehr. Für junge Leute ist es einfach, sie vergehen zu lassen. Ich habe heute in den Spiegel geguckt und habe gedacht, fuck, du wirst grau. Weil mein Haaransatz so hell ist und so hell war. Und ich dachte so, oh mein Gott, jetzt kommen die ersten grauen Strähnen. Mein Leben ist vorbei und hat überhaupt keinen Sinn mehr. Wäre ich sehr traurig gewesen. Oh, was für ein Kohle. Der ist super deprimiert gewesen, deswegen. Ufarbeit 9. Wir können jetzt den Saatguterzeuger herstellen. Das ist gar nicht so schlecht. Das machen wir, glaube ich, auch. Mal sehen, was wir dafür brauchen. Was jetzt? Holz, Kohle, Goldbarren. Habe ich alles. Den Rest muss ich mir angucken. Ich muss da rein und kriege ein Holz raus. Was hast du noch? Ach, Kohle. Kohle. Du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Die Preiselbeeren kommen auch noch rein. Läuft doch ganz gut. Ja, aber das ist doch voll doof. Wie willst du denn so auf Sachen reagieren, wenn ich jetzt so Sachen frage direkt? Ich verstehe auch nicht, warum der so hart ist. Also so groß. Eigentlich so eingestellt, dass so minimal Delay sein sollte. Das. Was hast du gesagt? 51, ne? Dann versuchen wir uns mal daran zu halten. Und hoffen, dass das so funktioniert. Wir
Hier ist schon mal kein. Kein Geist. Jedenfalls höre ich keinen Geist. Das heißt, ich habe wieder suchen. Den Gang nach unten. Ich denke, mit den Torten haben wir gute Chancen, dass wir da was kriegen. Der Delay ist hart. Einfach, ne, stell dir mal vor, ich frage dich jetzt etwas direkt oder ich verabschiede mich und du kriegst das erst 5 Minuten später mit. Das ist doch voll scheiße. Ich frage mich, wie du da den Stream genießen kannst. Tatsächlich würde ich heute ganz gern einfach nur den Herbst beenden und dann halt hart Ende machen und am Ende sage ich denn, wen wir heiraten. Jetzt stört doch! Wieso stört er nicht? Ich meine, mein Schwert ist so schwach, ne? Das ist krass einfach. So mies. Schon. Ich soll 2 von dir kaputt machen, jetzt komm schon. Wollen wir es mal probieren? Das bringt nichts.
Dann gehen wir mal zur Bushaltestelle und reden mal mit. Mit wem? Mit dem Zauberer. Mit dem Herrn Zauberer können wir reden. Damit bin ich ja hier nicht einverstanden. So. Ich glaube, morgen hat George Geburtstag, ne? Müssen wir mal gucken. Wenn er wirklich morgen Geburtstag hat, dann schenken wir dem einen Pepperoni. Ich glaube, er mag Pepperoni. Wo ist er denn? Der hat nur ein Herz. Die Elementare sind zufrieden mit der Arbeit, die du erledigt hast. Hier ist deine Belohnung. Ah, ich fühle Energie. Er fühlt so einiges, habe ich immer das Gefühl. Er fühlt immer irgendwelche Schwingungen. Nein, da müssen wir uns Sorgen machen. Bei dir Energy trinke? Ah, ich war heute einkaufen, ne? Ja, ich meine, was bringt dir das? Ich weiß nicht, ob das so schön zum Zugucken ist. Ich meine, ich freue mich, dass du da bist. Verstehe mich nicht falsch. Ich freue mich, weil du eine der wenigen bist, die wirklich auch mal kommentieren. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das immer so schön zum Zugucken ist. Ich trinke wirklich sehr gerne Energy. Habe ich meine Torte da jetzt mit reingeschmissen? Sehr gut von mir. Ein richtiger Held. Thank you.
geschätzter Kunde, sehr geschätzte Kundin, danke, dass Sie Pierre besucht haben. In diesem Brief befindet sich Ihre Rückzahlung für unser Geld-Zurück-Belohnungsprogramm. Bis zum nächsten Mal, Pierre. PS, entschuldige die unpersönliche Nachricht, Maika. Viel Spaß damit. Mega, ja. Nehm ich alles. Da hab ich kein Problem mit. Wir könnten uns auch ein besseres Schwert kaufen. Ich glaube, ich kaufe erstmal die Saat für nächstes Jahr. Was schmeckt denn eigentlich jetzt an Energy Drinks halt so gut? Weil ich verstehe das nicht. Xeno kann auch immer so Monster und anderes Zeug von Energy trinken. Das hat bei ihm auch gar keine Wirkung irgendwie. Also das ist nicht so, dass er danach Energie geladen ist. Er trinkt auch abends noch Kaffee. Wenn ich ihn frage, Schatz, möchtest du noch einen Kaffee haben? Jo. Da hat er kein Problem mit. Das Koffein wirkt bei dem einfach nicht. Kann ja nur am Geschmack liegen. Und an dem Zucker, der da drin ist. Aber ich brauche nur einmal zwei Saat. Das wäre so gut. Habe ich 18, das wäre so cool. Ich hoffe mal, die Kuh wird bald soweit. Unterschiedlich. Oh. Ich frag mich gerade, ob ich halt drei von diesen von der gleichen Art rein tun soll. Nee, okay. Die pflanzen sich von alleine fort. Das ist das, was ich wissen wollte. Ob ich da nachhelfen muss oder ob sie es alleine machen. Hätte ich beinahe die Peperoni vergessen. Yes! 18 Stück. Sehr schön. Ja, alles andere reicht aber allerdings nicht. Peperoni. Was hast du denn? Oh, ein Buch. Ach, jetzt kommt irgendwas Cooles und dann ist es ein Buch. Okay, George, atme einmal bitte tief ein für mich. Dreh dich bitte um. George, ich muss ehrlich mit dir sein. Du solltest dein Leben ein wenig umkrempeln, wenn du gesund bleiben willst.
Ich empfehle dir, deinen Natriumkonsum einzuschränken und deine Arme regelmäßig zu trainieren. Ich weiß selbst, was das Beste für mich ist. Für wen hältst du dich, mir hier irgendwelche Fortschritte zu machen? Ich bin dein Arzt, George, so ist es nun einmal. Und ich habe 8 Jahre studiert und gelernt, wie man Menschen hilft, gesund zu bleiben. Oh, tut mir leid, aber du solltest nicht hier sein. Diese Untersuchungen sind privat. Nicht so schnell, ich hätte gern eine zweite Meinung von dieser jungen Frau. Nun gut. Maika, was denkst du, was George tun sollte? Ich finde, George sollte einfach Dr. Harveys Rat folgen. Danke, Maika. Siehst du, George, ich versuche dir nur zu helfen. Nur dir zu helfen, so. In Ordnung, ich werde auf dich hören. Danke für deine Hilfe, Maika. Ich weiß das zu schätzen. Wen sollen wir heiraten? Ihr könnt noch mitentscheiden, wen wir heiraten sollen. Entweder Shane oder Sebastian. Der gute Bürgermeister hat mich für die städtischen öffentlichen Gärten verantwortlich gemacht. Alex ist mein Enkel, habe ich dir schon erzählt. Für meinen Geburtstag, danke. Hat ihm das jetzt gefallen? Also er ist jetzt nicht krass aufgestiegen. Ja, es war normal, okay. Ach, der ist immer so miese, Peter. Hey, kann ich dich was fragen? Was hältst du von meiner Frisur? Sieht schick aus. Ja, ich weiß, deswegen trage ich sie so. Er ist auch überhaupt nicht eingebildet. Mittwoch ist Ruhetag. Ja, dein Glück, du. Ich wünschte, ich könnte mehr Zeit draußen verbringen, aber es gibt so viel Arbeit zu erledigen. Ey, irgendwie riecht es nach Pizza. Wieso riecht der Dude Pizza? Alex riecht im Sommer jedes Mal eine Grillparty, wenn es darum geht, rauszugehen. Der Wald ist ein wundervoller Ort. Warst du schon mal da? Ich bin kein Fan davon. Kein großer Fan davon. Mein Gott, ich wollte dir nur eine Freude machen. Wieso hassen mich alle? Ah, der hat jetzt schon 5 Herzen. Elliot hat 5 Herzen. Okay. Nee, Shane oder Sebastian. Zur Not, ich würfel es einfach auch aus. Ich habe schon den Online-Würfelsimulator die Seite aufgemacht und dann ist das halt so. Eines Skeletons. Und noch ein Buch. Wir haben ja nicht genug Bücher. Brauchen wir noch mehr. Ah, so viele Leute. Pflanzt du dieses Jahr Kürbisse auf deinen Hof an? Weißt du was? Ich sollte die Kinder mal auf den Schulausflug mitnehmen. Vielleicht zum Wald. Fräulein Penny sagt, dass ich dieses Buch lesen muss, bevor ich draußen spielen darf. Hi. Er redet gar nicht mehr mit mir. Nachdem ich ihm das jetzt geschenkt habe, redet er gar nicht mehr mit mir. Und eine neue Belohnung! Lass es irgendwas Krasses sein. Oh. Ich kann mir ja was Schöneres vorstellen. Es ist so angenehm, am Fluss zu leben. Ja, ich weiß nicht, am Fluss zu leben. Ich hätte da so Probleme mit den Mücken, ehrlich gesagt. Wir haben ja hier so einen kleinen Bach direkt in der Nähe von unserem Haus oder so. Und ich muss gestehen, im Sommer die Mücken gingen mir ziemlich auf den Keks. Da war ich kein Fan von. Forellensuppe, Kramröstdreher, Fall, Bambus. Ach ja, stimmt, die Angel hier. Die ist schon krass. Können wir uns aber nicht leisten. Was habe ich denn überhaupt? Die Fiberglasangel.
Nochmal 30. Mein Dings. Und meine Fischhäute. Brauchen wir mal wieder ein bisschen Druck. Oh ja, genau das, was ich wollte, tatsächlich. Dreimal. Gib mir noch dreimal. Kann ich nämlich, sobald ich da den Ast weggehauen habe, noch ein Teilchen bauen. Das ist eigentlich der ganze Plan dahinter. Immer der gleiche Schrott. Okay. Habe ich mal nichts gemacht. Die Seegurken macht schon alles von alleine. Schon. Und noch einmal, weil es so schön war. Ich nicht im Leben. Frage ist, wie verdienen wir eigentlich im Winter denn erstmal unser Geld? Weil Tierprodukte allein werden wahrscheinlich nicht ausreichen. Wie verdienen wir Geld im Winter? Ah, da machen wir uns erst beim nächsten Stream den Kopf drum. Na, Mami. Du kannst eine Sense benutzen, um aus Gras Futter zu schneiden. Das wusste ich tatsächlich. Mami ist mal wieder auf dem Weg in die Kneipe. Zu ihrem Liebsten. Es wurde ja immer noch nicht geklärt, wieso, weshalb, warum die Boxershorts bei ihr, vom Bürgermeister bei ihr gelandet ist. Und soweit ich weiß, wollen die auch keine Stellungnahme dazu geben. Oh, das ist gut, das ist gut. Badelle. Kommt rein, die kommt rein. Alles andere wird verkauft.
sich doch auf jeden Fall mal ein bisschen gelohnt. Nein! Oh, jetzt habe ich meine ganzen Fischköder reingeschmissen. Echt jetzt? Wie dumm muss man denn sein? 4 bis 8 Schaden. 3 bis 7 bringt auch nichts. Boah, erst schmeiße ich meine Torten weg, die ich extra gekauft hatte, um zu essen. Und jetzt schmeiße ich meine Fischköder weg, die ich gekauft hatte, extra für die Reusen. Oh, ey, es ist nicht mein Tag heute. Es ist nicht mein Tag. Hallo Maika, ich weiß, du bist mit der scharfen Farm. Ich weiß, du bist mit der Farm beschäftigt und kannst mich deswegen nicht besuchen. Ich verstehe das. Du arbeitest so hart. Mach weiter so und du kannst alles schaffen. Alles liebe Papa. PS, ich habe ein paar Qualitätssteine reingepackt. Was habe ich denn falsch gemacht im Leben? Sag mir das. Irgendwas mache ich qualitativ falsch. Mal sehen, wie viel wir jetzt beim Einkaufen verbrauchen. Ich brauche auf jeden Fall 3x, also 27 mal Mais. Ich glaube, ich verzichte denn auf den Kürbis. Und hole wirklich nur die Sachen, die denn nachkommen. Schauen wir mal. Wie geht's euch so? Meine Kühe noch klein. Nein. Sind jetzt groß. Kufferbahn, Dings, Bums, 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 Dings. Kleine, ne? Hier ist Käse und Ziegenkäse. Handwerksraum ist Winter. Eine große Milch wollen die, okay. Das ist aber keine große Milch. Was man in den Kopf hat, hat man in den Bein. Aber morgen ist der Gypsy-Wagen wieder da. Das ist vollkommen offen. Ein bisschen. Machen wir ja ein Geld. Frag mich, ob ich da auch Kürbis reinschmeißen kann. Ja, kann man. Frage beantwortet. Kann man.
Miese Katze, du stehst da manchmal so ein bisschen suboptimal. Das muss ich ja schon mal sagen. Jetzt können wir aber einkaufen gehen. Also es würde schon Sinn machen, 27 Mal schon im Sommer anzupflanzen. Habe ich noch 6 Felder. So, mal gucken. Dann kann ich dich 27 mal kaufen. Dann haben wir dich 18 mal. Halt nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Aber bringen wir mal die Saat weg und holen für Willi die Wildklaue. Weil die weiß ich, dass ich die habe. Ich habe die immer fleißig gesammelt. Also so 5 Stück. Immer so ein großes Feld. 18. Ich pack euch mal hier rein. Ah ja, die Wildklaue. Die Wildklaue. Wieder ganz schön an Geld verloren. Ach. Und eigentlich dürfte jetzt so groß gar nicht keine Ernte mehr groß kommen. Das ist bitter. Ich habe das dringende Bedürfnis, shoppen zu gehen. Ich habe das dringende Bedürfnis, Schokolade zu essen. In der Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Meine Güte, eine kleine Krabbe hat sich in meiner Hemdtasche eingenistet. Darüber freust du dich? Oder wie soll ich das verstehen? Willi, ich hab ne Dingsbums, Wildklaume. Du wolltest eine Wildklaume. Hey, du hast mir gebracht, wenn euch gefragt habe. Ich weiß das zu schätzen. Hier ist deine Belohnung. Wildklaue. Was sagen jetzt eigentlich hier so ein bisschen die Dings? Bin ich bei Willi? Willi bin ich nur bei Dings. Oh. Sebastian. Alex. Mit denen rede ich halt nur, mit denen schenke ich aber auch nichts groß. Ist halt auch nicht so einfach. Oh, ich dachte, jetzt kommt eine Katze. Ja, irgendwie ein Event oder so. Aber nein. Keine Idee. Dann gehen wir mal ein bisschen runter in die Mine. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ist halt super ärgerlich. Ich nehme mein Schwert. So,
Nur irgendwie müssen wir halt auch weiterkommen. Und guck mal an, wie oft wir da draufhauen müssen. Funktioniert, wenn wir jetzt so bis Level was weiß ich runterkommen. Ich meine, wenn die mich nicht sehen, sehe ich sie auch nicht. Wäre doch eine gute Idee. Hier irgendwo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Shit. Hau ab, hau ab! Na schön. Hat nicht sehr viel gebracht, aber wir haben 2 Geoden gekriegt. Das ist immer sehr schön. Bushaltestelle. Wir könnten hier rein theoretisch morgen. In-game. Doch, Moment. Ich muss mich verkaufen. Morgen in-game. Zum Clint gehen. Hier habe ich nämlich noch einen. Da habe ich noch einen. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich da Würmer gesehen. Komm, wir gehen noch mal ein bisschen an den Fluss in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch den Forellenbarsch finden. Ach Quatsch, der soll doch im Teich sein, ne? Moment, das sind 5, 10. Ja, ich glaube, du kannst, also du brauchst 10 Herzen, um jemanden zu heiraten. Und dann, ich glaube 14, 15 ist, glaube ich, das Maximum. So 14, 15 müsste das Maximum an Herzen sein, die man haben kann überhaupt. Aber dann hast du den wahrscheinlich denn die Person auch schon längst geheiratet. Weil du kannst bei den normalen Leuten, die du nicht heiraten kannst, nur 10 haben. Und bei denen, denen du heiraten könntest oder geheiratet hast, kannst du halt 14 haben. 14 oder 15. Die Herzen sind halt wichtig, einmal zum Heiraten und dann halt auch noch so, um Kinder zu kriegen. Aber ich glaube, so in dem Dreh. Ah, ja. Sehr schön. Kein Ding. Gesagt, der Forellenbarsch ist ein Teichfisch. Nein, ich spiele auf PC. Ich habe das Spiel schon
relativ früh, nachdem es für den PC rausgekommen ist, gekauft bzw. geschenkt bekommen. Und da haben wir gesagt, beziehungsweise habe ich gesagt, dann brauche ich die Switch-Version nicht. Schon deshalb, weil auf dem PC gefühlt die Updates schneller kommen als auch für die Switch. Ich weiß gar nicht, ob man bei der Switch genauso viel machen kann wie hier für den PC. Was war das? So, morgen ist der 26. Dann ist da die Geisternacht. Und dann der 28. Und dann haben wir den Monat hinter uns. Die Jahreszeit. Ah, der Kürbis hat doch nochmal richtig gut Geld gebracht, oder? Kürbis, ja. Der Kürbis war noch richtig mal. Hat uns nochmal ein bisschen den Popo gerettet. Nur ein bisschen. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für die Geisternacht. Die Festivitäten finden im Pelikan statt. Beginnen zwischen 22 Uhr und 23.50 Uhr. Sei rechtzeitig. Hallo Maika, schon ein Frösteln in der Luft gespürt? Könnte der Einzug des Winters sein oder das Kribbeln eines dunklen Geistes, der uns hilft, das Fest vom Morgen zu feiern. Die Geisternacht. Komm um 22 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Wir werden auf jeden Fall noch die Preise werden noch mal gießen. In der Hoffnung, dass die dann noch mal kommen. Und den Rest sparen. Weil in 2 Tagen wird auch der Mais nicht fertig sein. Kriegen wir aber jetzt nochmal so schön Geld zusammen, auch mit der Aubergine. So, den kommt hier nochmal gegossen. Okay. So, ich denke, das ist nochmal raus. Ah, Honig haben wir auch nochmal. Das brauche ich nicht, okay. Wir sind alle schon so weit, dass es habe ich genug davon. Bloß keine Fehler machen kann. Mal gucken, was. Ah, ich wollte auch noch ein Dings kaufen. Ein Baum. Einfach nur so. Milch? 2-mal Milch. Aber immer noch die kleine, ne? Ja gut, so schnell geht's auch nicht. Muss man dazu sagen. So schnell sind sie jetzt auch nicht. Ja, aber krass so, ne? Man kauft die und schwupps haben sie dann auch schon die große Milch parat für mich. Das wäre schon cool. Wir heben den mal auf und stecken den dann da mal in das Einmachgefäß. Du kommst hier rein. Kommst du mir? Und dann gehen wir mal gucken, was der Gypsy-Wagen sagt.
Vielleicht haben wir wieder irgendwas für das Gemeindezentrum. Das wäre sehr cool. Und dann wird im Winter auf jeden Fall die Gießkanne verbessert. Am besten schon wäre richtig cool auf Eisen. Dann hätte ich schon mal so drei, also so ein Dreierfeld immer. Tomaten, Schleim, Kokosnuss. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ich die Kokosnuss auch wirklich brauche. Aber lass mich die bitte brauchen. Jetzt brauche ich die gar nicht. Oh nein! So viel Geld umsonst ausgegeben. Ja, hier ist das Geld, was ich noch einzahlen muss. Entenfeder, komische Dingschnecke, Äpfel. Oh nein! Oh nein! Verdammt! Achso, jetzt wird sie halt verkauft. Oh, was für eine miese Kiste. Ich glaube, die Leute haben Angst vor mir. Was denn? Ah, ich hab diesen. Das zählt also, okay. Ach, erst ab Sonntag zählt die neue Woche. Ja, gut, das war, wusste ich nicht. Kann man ja auch nicht wissen unbedingt. Dann fahren wir mal. Zum Schmied. Wir machen die Oden auf. Die Kuh freut sich. Die hat Spaß. So, Jungen, kommen wir nicht mehr zusammen. Verbessern. Also zwei. Aha. Hab nicht mal einen Mülleimer. Obwohl, warte mal. Was sind 7000. Stein. Das hat schon mal sehr gut geklappt. Ich glaube, das kenne ich aber schon. Das könnte neu sein. Nein. Das ist so scheiße. Aber ich meine, du bist Schmied. Ich dachte, dir gefällt sowas. Unbeliebte Geschenke. Ich muss unbedingt nachgucken, was der mag. Bei dem kann ich ja keinen Blumentopf gewinnen, so. Geht doch nicht. Komme ich überhaupt nicht weiter. Jetzt können wir die Minen.
Kette wie beim letzten Mal. Nicht erst rankommen lassen. Wir kriegen das hin. Ja. Aber Dings nehme ich nur mit Gold. Das Gold nehme ich noch mit. Schwert wäre doch schon ganz geil. Da könnte man doch nicht meckern. Monster mehr. Damit kann ich auch leben. Oh mein Gott! Wir haben es wirklich geschafft. Ein Level! Weltallstiefel. Was machen wir denn? Wir haben 3-3. Und du hast 4-4. Okay. Nehme ich mit. Wollen wir mal runter gucken? Schaden, ne? An so einer Fledermaus. An das Steinmonster haben wir überhaupt keinen Schaden mehr gemacht. Wartet hier unten auf uns. Tot.
Warte, wo er tut. Ich glaube, es ging nur bis 120 oder 140. Aber egal, was es ist, wir sind jetzt fertig für heute. Jedenfalls in der Mine. Ab nach Hause! Wir haben es voll viel, voll gut gemacht. Glück hat. Okay, du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein, du. Du? Und ja, warte. Moment. Du auch. Alles rein, was keine Miete zahlt. Das ist schön, dass das jetzt einfach so einfach geht. Immer so hoch, hopp. Und fertig. Puh. Morgen werden wir, glaube ich, eher statt in die Mine zu gehen, wahrscheinlich lieber angeln. Ist die sichere Variante. Was passiert? Was war das denn? Eine Explosion halte durch die Nacht. Ja, das habe ich gehört. Aber wo ist die Explosion? Ein Sturm kommt näher. So, die gießen wir nochmal in der Hoffnung, dass da was noch wächst. Aber wo war denn die Explosion? Das war schon krass. In die Stadt dürfen wir jetzt gerade eh nicht. Weil, mitten in den Weg rein. Einfach. Tut das denn Not? Dann ist eh wieder. Wie gesagt, ihr könnt noch mitentscheiden, wen wir heiraten sollen. Ob Shane oder Sebastian. Sagt es einfach. Jetzt könnt ihr noch mitentscheiden. Bei Stream bzw. Part Ende werde ich dann verkünden, wer es ist. Was ich gehe oben. Hier oben beim Dings angeln. Ich meine, wir haben jetzt so lange Zeit. Bis 22 Uhr. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll so lange. Wir könnten ja nochmal versuchen, bis 15 runterzukommen. Aber die Chance, dabei zu sterben, ist sehr groß. Und dann will ich das denn doch nicht. Ist hier irgendwie noch was? Das ist ja die Brückenreparatur. Dann angeln wir mal.
Mal sehen, was es hier unten so oben hier so schönes gibt. Perfekt! Ein Kaulbarsch. Brauche ich den nicht? Sogar lila. Hier schon mal nicht. Da auch nicht. Ich hätte schwören können, dass ich den auch gesehen habe. Ach, da hätte ich ihn gebraucht. Wie es aussieht, erreichen wir das Streamende, bevor überhaupt der Herbst vorbei ist. Ich werde einfach den 28. ein bisschen abkürzen. Ein Zwergfels. Fische. Ja, den brauchen wir. Hoppala. Ja, super. Grünalgen. Davon kann man ja gar nicht genug haben. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter hoch. Dann müsst ihr jetzt mal so runter angeln. Wir mal einen Zentimeter weiter und da die Angel ausschmeißen. Von Ecke zu Ecke. Nein, du bleibst da? Vollkommen in Ordnung. Ein Karpfen. Bin ich der Meinung, hätte ich auch gesehen. Doch, Teichfische hier. Die zwei haben wir denn schon mal. Wäre natürlich schön, wenn wir davon noch zwei Exemplare fangen könnten. Die nicht, die keinen lila Stern haben. Du bist bestimmt ein Karpfen. Du bewegst dich ja schon mehr als ein Karpfen. Yes! Meine Wünsche wurden erhört. Fehlt nur noch der Forellenbarsch. Wahrscheinlich ist das nicht die Jahreszeit für Forelle. Was ja vollkommen in Ordnung ist. Wieder so ein Zwergfeld. Ich muss mal ganz kurz Dings mehr starten. Na, ist überhaupt noch wer da? Zwei sind noch da. Zwei schauen noch krampfhaft zu und geben ihr Bestes. Sehr nett. Ach, wie süß. Chance, dass da unten jetzt noch das blubbert, wenn ich da ankomme, stehen noch sehr gut. Mal sehen. Ah, okay.
Wieso rede ich mit dir? Du redest immer so unverständliches Zeug. Keine Ahnung, was da los ist. Es blubbert noch. Mit etwas Glück blubbert es noch, wenn wir auch da sind. Oh, zu weit. Dann aufgehört zu blubbern. Schade. Und da ist der Forellenbarsch. Komm, gib mir noch einen. Jetzt noch ein Forellenbarsch wäre richtig geil. Dann hätten wir die Aufgabe für Jody und für das Gemeindezentrum. Das wäre super. Noch ein bisschen Zeit totschlagen. Aber wir haben es ja fast geschafft. Schade, ich hätte echt gedacht, es wäre vielleicht noch ein Forellenbarsch gewesen. Weil er sich so schnell bewegt hat. Anscheinend nicht. Ja, ja, die gibt noch ein Lebenszeichen von sich. Die lebt noch. Das ist ein Karpfen. Na, ja, es könnte ein Forellenbarsch sein. Oh ja. Toll, dann können wir das mit Jody machen. Und, aber das machen wir erst im Winter. Und das Gemeindezentrum. Sehr schön. Da freue ich mich. Dann haben wir auf jeden Fall heute am heutigen Tag sehr viel geschafft. Oh, guckt euch das an. Ich hätte ganz gerne noch einen Forellenbarsch. Aber ich sehe es ja. Ich habe ja deine Sachen gesehen. Ich habe den Delay nicht. Du bist diejenige, die den Delay hat. Weil ich habe gesehen, dass du um 45 geschrieben hast und ich habe auch kommentiert. Du kriegst das nur 3 Minuten später mit. Okay, ja, danke schön, Jadi, dass du so tapfer durchgehalten hast. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Hoffentlich wird es morgen besser. Und ich hoffe, am Samstag wird es besser, wenn du deinen Zusatzstream bekommst und wir Sims 4 weiterspielen. Das würde mich sehr freuen, wenn das besser laufen würde. Aber ich wünsche dir eine gute Nacht, noch einen schönen Freitag. Lass dich nicht ärgern. Und ja, bis morgen, wenn du möchtest. Jetzt wieder ein Fisch nach dem anderen.
Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, wo mein Fehler ist. Ich habe den Delay auf das Kürzeste, was geht, eingestellt. Unser Haus hat eine schöne Lage, findest du nicht? Danke dir, das ist vielleicht... Das wird vielleicht noch nützlich sein, okay. Ich wollte ja eine Freude machen und dann so... Was? Ich kann da nicht hin zum Gemeindehaus? Okay. Dann laufen wir nach Hause. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas, was wir brauchen können. Was machen wir bis dahin jetzt? Das wird verkauft. So. Davon habe ich zwei, davon habe ich zwei. Falsche. Du kommst raus und dafür kommt nur einer rein. Genau so. Was brauche ich noch? Bergfels, okay. Den Rest kann ich, glaube ich, verkaufen. Faulbarsch habe ich drin. Okay. Ah, mein Eisen ist auch wieder so weit. Ja, Katze, das war wohl nichts, ne? Was mache ich denn jetzt bis 22 Uhr? Jetzt habe ich noch 3 Ingame-Stunden. Und keine Energie mehr. Ja. Ich könnte noch mal ein bisschen rumgucken, ob wir nicht irgendwo was sammeln können. Da brennt die Hütte. Ich muss unbedingt mein Dings reparieren. Meine Axt verbessern. Ich glaube, Eisen würde schon alleine genügen. Die Tiere sind jetzt drin. Dann kann ich schon mal hier dicht machen. Dann kommen die morgen nämlich auch nicht raus. Aber ich denke, sie kommen sehr gut voran tatsächlich. Ich brauche auf jeden Fall 7000 für die Gießkanne. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt nochmal so richtig Geld gehen wird wegen den Fischen. Schön. Ich würfe jetzt schon mal aus, wer wen wir heiraten werden. Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das jetzt vorstelle. 1, 3 und 5 sind für Sebastian, 2, 4 und 6 für Shane. Aber ihr seht das eh nicht. Es ist die 4. Das heißt, wir werden Shane heiraten. Ja, warum nicht? Heiraten wir den. Bin ich auch schon sehr weit bei ihm. Also, schenken wir ihm halt immer mal wieder Bier und dann freut er sich. Genau. Ne, wo haben wir ihn denn? Shane. Guck mal, da haben wir schon 5.
Im Winter, wenn wir den jetzt weiter Bier schenken, ist das Ding gelutscht. Also, dann können wir den im Frühling wahrscheinlich schon heiraten, wenn ich mich anstrenge und das... und das Haus erweitere, so dass ich heiraten kann. Ich glaube, ich muss es zweimal erweitern. Bin mir aber nicht so sicher. Sehr schön. Das kommt dann erstmal weg. Ich kann im Prinzip die Sense schon mal wegpacken. Die Hake kann ich wegpacken. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Und die Gießkanne insofern, weil ich halt... Ich gebe die ja dann eh ab im ersten Sommer. Dann kommt die vielleicht nach hinten. Gehen wir nochmal raus. Oh, es geht langsam los. Wir kommen! Jetzt haben wir es doch endlich geschafft. Ich hoffe, wir haben das Glück und schaffen es in diesem Let's Play, im Stream, ein Hühnerei, ein Dino-Ei zu finden. Das wäre sehr schön. Darüber würde ich mich freuen. Und das Ding hat jetzt geöffnet. Aber Tante Mani, ich will das Labyrinth. Ich habe keine Angst. Hallo Maike, hattest du einen produktiven Herbst? Ah, ich habe so viel Angst. Was verkaufst du denn? Die Sammlervogelscheuche. Also du bist echt teuer. Geh nicht zu nah an den Käfig. Wieso? Ich habe keine Ahnung, wie sich die Skelette bewegen. Gruselig. Warum gibt es hier kein Kürbisbier mehr? Magst du die Kürbislaternen? Ich habe sie selbst geschnitzt. Meine Mutter lässt mich nicht in das Labyrinth. Guten Abend, Maika. Warst du schon im verfluchten Labyrinth? Es ist ziemlich gruselig. Ich komme zu jeder Veranstaltung mit kostenlosem Essen. Du wirst mich aber definitiv nicht im verfluchten Labyrinth finden. Ich finde es toll, mit Kürbissen zu kochen. So eine interessante Frucht. Stell mir das schwierig vor. Hallo, Maika. Es ist schon ziemlich kühl, was? Ich habe Maru schon seit Stunden nicht mehr gesehen. Ich hoffe, ihr geht es gut. Der Winter ist ja schon fast da. Die beste Zeit, um etwas Holz und Steine zu horben. Eine meiner Iridiumkeulen würde kurzen Prozess mit diesen Teilen machen. Vincent ist beleidigt, weil ich ihn nicht in das verfluchte Labyrinth lasse. Aber er ist doch noch so klein. Ich erschrecke mich so leicht. Ich lasse das verfluchte Labyrinth lieber den jüngeren Leuten. Denn auf in das verfluchte Labyrinth! Hier bin ich doch schon mal lang gegangen. Ach, nein, Vater. Oh, du hast mich gefunden. Ehrlich gesagt hatte ich zu viel Angst und wollte mich hier verstecken, aber verrate das niemandem. Die Dämpfe aus diesem Kessel, sie machen mich ganz schwindlig, aber ich kann mich noch einfach nicht abwenden. Da drüben ist irgendwas Merkwürdiges, aber wie komme ich dorthin? Ja. Ich kann nicht weiter spinnen. Ja, aber die sind doch nicht echt. Das ist merkwürdig. Hier ist eine Sackgasse. Ja, wie soll ich hier noch? Da oben sind jetzt Zauberer und Linus. Hallo. Und einen goldenen Kürbis für mich. Ich weiß gar nicht, was der goldene Kürbis macht tatsächlich. Ich habe den bis jetzt immer verkauft. Weil ich wusste nicht, was ich mit ihm machen sollte. Ich hätte schwören können, jemand war vor mir auf dem Weg durch das Labyrinth.
Wo ist denn nur hin, oder sie? Wir werden es nie herausfinden. Sie mag nicht mehr mit mir reden. Es muss irgendwo einen geheimen Durchgang geben. Das finde ich schon cool mit dem Labyrinth hier so aufgebaut. So ringsherum um den Brunnen ist schon eine ziemlich gute Idee. Ich verkaufe den jetzt einfach. Ja, beenden wir das Fest. Ah, mein Ding ist fertig. Stellen wir sie denn hin? Stellen wir sie da hin. Ach nee, Quatsch. Stimmt, ich stelle sie jetzt hier alle hier hin. Stimmt ja. Brauche ich den eingelegten Kürbis? Hierfür schon mal nicht. Für den Handwerksraum auch nicht. Und dafür erst recht nicht. Aber was ich machen könnte, ist schon mal davon einen mitnehmen, davon einen mitnehmen. Und davon einen mitnehmen. Brauche ich ja alle drei. Und ab ins Bett. Ja, ist schon spät, ich weiß. 1400. Der Kürbis bringt nochmal 2500. Oh, okay. Dann habe ich auf jeden Fall die Vogelscheuche drin. Da haben wir plus minus eigentlich nur 30 Dollar Gold gemacht. Morgen den ganzen Tag klar und sonnig. Ja, super. Antischockende. Ja, nee. Und ich hatte recht, das war eine gute Idee. Nochmal, Preiselbeeren zu gießen. Ach ja, ich muss ja noch Dings mitnehmen. Einmal Schatten, ich denke. So. Ah, da fällt mir an, ich wollte ja, konnten ja anscheinend ein Kaviar einmachen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das kann ich noch nicht kaputt machen. Da brauche ich mindestens Gold wahrscheinlich. Also ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich die Gießkanne zweimal verbessern. Gleich auf Eisen hoch. Ich das nämlich hinter mir. Ah, ist beides noch klein. Sind beides noch kleine Produkte. Also wir haben die Vogelscheuche. Mir fehlt zum Beispiel der Schneemann noch. So, was geht denn noch? Dann sind wir ja schon bei 6 und es gibt insgesamt 8. Na gut. Eine weiß ich noch, wo man die bekommt. Da kommen wir aber erst wesentlich später hin. Ach nö, nö, und dann noch der Schneemann von der von unserer Troller hier. Dann hätten wir es alle. Dann hätten wir ja alle. Na, Troller! Was geht ab? Milchreis, Gotteslachs, Narzissen, Mais, Widerhaken, Paprikapuppe. Mauerblümchen freuen. Was war's denn? Also, ich kaufe jetzt nichts Unnötiges, was wir nicht unbedingt für das Gemeindehaus brauchen. Das tue ich mir doch nicht an.
stürmische Tage sind die einzigen Momente, in denen ich mit gewissen Elementaren kommunizieren kann. Ah, ich fühle es. Ah, wir könnten gleich Kupfer mitnehmen. Fällt mir gerade ein. Wenn wir doch eh schon in der Stadt sind. Können wir bei Clint vorbeischauen und die Gießkanne abgeben. Der braucht ja immer so 3 Tage. Aber das freut mich, dann sind wir schon wirklich weit auch beim Aquarium gekommen. Als nächstes will ich denn das Haus verbessern. Die Tiere lasse ich mir jetzt doch noch mal ein bisschen Zeit. Das hat er mich jetzt nicht so extrem eilig. Also was jetzt 5. Du kommst rein. Du kommst rein. Ja. In die Stadt bitte. Ich hab da was. Ich möchte ganz gerne von dieser Kleine. Danke, ich fange sie bald an. Da blutet das Herz, ey. Da blutet der Geldbeutel. Und bei sowas. Da hat irgendwer noch irgendwas mehr. Hier ist kein Auftrag. Geburtstag hat auch keiner. Dann gehen wir mal. Ich frag mich, wie viel. Wie viel Holz ich gerade habe. Nee, du bist Aquarium hier, ne? Hier sind das Nachtfische. Ich bin der Meinung, ich hätte mal einen Stör gefangen. Aber nagelt mich nicht mehr drauf fest. Hier fehlt mir noch der Thunfisch. Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Sofern wir die nicht im Gypsy-Wagen fangen, also kaufen können, wird das doch noch ein bisschen dauern. Aber wir haben ja Zeit. Weil rein theoretisch würde ich wirklich sagen, wir gehen jetzt vielleicht noch auch gleichzeitig das Haus verbessern, wenn wir ja schon mal dabei sind. Heute nichts Produktives mehr machen. Außer die Sachen hier einsammeln. Könnten wir ja das Haus verbessern. Sofern wir 450 Holz haben. Schau mal, dann haben wir nämlich. Haben wir gar nicht. Bitte. Gut, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ja, ich weiß, es ist der letzte Tag im Herbst und ich mache das jetzt ein bisschen abgekürzt, aber okay. Wir werden auf jeden Fall. Seit wann ist Mann hier so weit oben? Ist egal. Wir werden auf jeden Fall Shane heiraten. Shane hat halt gewonnen, im Prinzip jetzt offiziell. Und wir werden den jetzt halt immer mal. Werden wir mal Bier kaufen gehen und ihm dann Bier schenken. Obwohl, warte mal, was brauche ich denn hier für so ein Fass? Ja, oder wir machen halt beim nächsten Mal jetzt Fass und dann können wir, glaube ich, selber aus Weizen Bier herstellen. Trinkt der Typ auch. Gut, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Wir schauen uns jetzt mal an, was ich nicht verdient habe, dieses Ding. Und, 2900, okay. So, ich danke schön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.